Hallo und herzlich willkommen hier zu Die Sims 2 und unserem Uni-Alltag. Manchmal ist es stressig hier mit so vielen Sims, aber alle haben irgendwie Spaß und gönnen sich was zu futtern oder lernen hier einfach irgendwelche Dinge, ja, sei es wissenschaftlich irgendwie oder einfach nur ein Kochbuch. Wir kriegen das hier auf jeden Fall hin und unser guter Guido kann mittlerweile ein neues Gericht zubereiten. Es ist schon krass, was hier so abgeht. Oh, hier ist schon der erste Teller schlecht, okay. Vielleicht nicht ganz so lecker. Wir müssen mal gucken, dass hier sich keiner voll isst. So, da fängt es nämlich schon an. So, Dalle, und was wollen wir denn machen? Einen Fähigkeitenpunkt erhalten. Machen wir vielleicht mal bei Mechanik. Es scheint mir die bessere Idee zu sein. So, Guido lernt weiter. Gina lernt auch. Garrett lernt einfach irgendwas, wie es aussieht. Wir duschen hier fleißig. Und wir wollen gerne über ein Hobby reden. Können wir ja vielleicht mal mit Franzi machen. Georgia guckt da oben weiter durchs Fernglas und beziehungsweise Fernrohr und macht da ihren nächsten Logikpunkt klar. Und wir würden gerne hier zusammen tanzen. Wollen wir hier eine alte Liebe wieder auffrischen? Jetzt gerade, wo das mit Georgia so gut läuft. Man weiß es nicht. Wir können ja einfach mal hier hochkommen und eine Runde freundschaftlich umarmen. Ne? Das kann ja bestimmt nicht schaden. Oh, in der Dusche wird geduscht, ja, als wenn es keinen Morgen gäbe. So, und zusammen tanzen ist ja hier eine Idee. Wir haben nicht mal eine Stereoanlage, kann das sein? Wir haben nicht mal eine. Wow, krasse Sache das. Ja gut, ist da wird tanzen ein bisschen schwierig ohne Musik. Und können wir nur einen Stehblues machen, aber ich glaube, das kommt dann bei Georgia nicht so gut an. Aber wir können über das Hobby reden. Das ist doch schon mal was. Reden, über Hobby reden. Fitness ist cool. Fitness, da freut man sich doch. So, läuft. Oh, und wir wollen es ja auf die Liste schaffen. Und wir wollen zwei Liebschaften zur selben Zeit. Wenn wir es hinkriegen würden, dass Franzi sich nicht wieder in uns verliebt, wäre das eigentlich ganz praktisch, damit wir hier nicht so eine Eifersuchtsszene haben. Komm, wir versuchen es einfach mal mit Cathy hier. Wir gehen mal runter und erzählen ihr einen Witz. Ich hoffe, das missfällt Renata nicht. So, aber wir würden uns hier immer noch gerne anfreunden. Hier haben wir alles voll. Dann können wir uns ja einfach mal hier Erziehung reinziehen. Das ist ja auch nicht schlecht. Gut, wir gucken da weiter durchs Fernrohr. Da organisieren wir gleich alles. Hier läuft soweit. Das läuft auch alles. Dann gehen wir mal zu Gerd runter. Und schau mal, dass es hier mit Cathy läuft. So, hier mal eine Runde Pfeifen oder so. Hui. So, Hobbys. Alles klar, wie ich sehe, es geht um Hobbys. Bin mir nur nicht ganz sicher, inwiefern. So, ich hoffe nur, es kriegt keiner mit, dass wir das hier machen, ne? Das wäre jetzt ein bisschen ungünstig. So, wir können weiter pfeifen. Wir können mal versuchen, freundschaftlich zum Arm. Okay, war keine gute Idee. Ich hatte Hoffnung, es funktioniert vielleicht. Fragen nach Sternzeichen können wir ja mal machen. Okay, sie ist Stier, alles klar. Flirten ist vielleicht auch nicht so die beste Taktik. Wir können einfach mal ein bisschen plaudern. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Dann können wir hier nochmal einen Witz erzählen. Breakdance können wir auch mal versuchen. Auch immer wieder eine gute Idee. So, wir können neues Gericht zubereiten. Sehr schön. Wie geht's uns gerade? Ich würde mal sagen, wir können damit aufhören. Und dann gehen wir mal auf Toilette und schnappen uns mal was zu essen. So, Dalle. Wir unterhalten uns immer noch sehr fleißig. Soweit, so gut. Wir müssen hier auch gleich zum Unterricht. Da achten wir gleich mal drauf. So, aber richtig viel gewuppt haben wir hier jetzt auch noch nicht. Okay, Breakdance lief jetzt auf jeden Fall schon mal besser. Das ist gar nicht mal so übel. Wir können hier nochmal eine Runde pfeifen. Okay, lief gut. Kitzeln können wir mittlerweile, glaube ich, auch. Aha, wir nähern uns hier langsam dem Ziel. So, erzählen wir nochmal einen Witz. Alles wird gut. Und dann können wir ja hier nochmal eine Runde flirten. Und dann versuchen wir es schon mal mit umgarnen. Alles, Hauptsache hier kommt keiner von unseren Leuten runter. So, wie sieht's mit Guido aus? Der müsste jetzt langsam mal aufhören, hier zu futtern. Denn wir müssen hier los. So, der Anruf ist für Gina. So, College, zum Unterricht gehen und Gina kann mal ans Telefon gehen. So, Dalle. Und wir müssen jetzt hier mit unserem Umgarnen aufpassen. Oh, da kommt Guido. Oh nein. Da müssen wir mal warten. Guido ist wieder raus. Sehr gut. Erledigt.
So, und Ungarn. Wann müssen wir hier zum Unterricht? 15 bis 18? Ach so, das war die Meldung. Okay, alles klar. Irgendwie unterbewusst habe ich das gerade wahrgenommen, dass ich das gelesen habe. So, alles gut soweit. Wir können mal versuchen, uns jetzt hier zum A... Oh, das hat wieder nicht geklappt. Lief ja richtig gut. Aber wir holen es mit dem Kitzeln wieder raus, hoffe ich doch. So, dalle. Bewundern nochmal eine Runde. Läuft. So, dalle. Und, ja gut, Kitzeln ist jetzt vielleicht auch nicht mehr so die beste Idee. Gestikulieren, Gruppe umarmen. Komm, das klappt immer. Wir, als Gestikulieren klappt das. So, aber lassen wir das erstmal so ein bisschen Gras drüber wachsen, ne? Dann passt das schon. Wir müssen erst wieder um 18 Uhr los. Dann schnappen wir uns jetzt hier mal einen Teller. So, Guido ist ja bereits gegangen. Bei Renata läuft hier noch alles. Bei Greta könnten wir mal hier eine Runde duschen gehen. So, Gina, was ist da los? Wir stecken da irgendwie fest. Okay. Weil irgendwo ein Buch liegt, wo wir was nicht ablegen können. Hä? Warum stecken wir denn da jetzt fest? Das ist ja komisch. Okay, aber wir müssen hier auf jeden Fall zum Unterricht gehen. Das sollten wir jetzt mal einrichten. So, hier essen wir immer noch was. Wie sieht's bei Georgia aus? Georgia kann auch mal vom Dach kommen langsam. Muss ja auch nicht ewig da oben hocken. So, wir machen sauber. Gina muss immer noch gleich zum Unterricht. Ich glaube, wir müssen Gina mal resetten oder umsetzen oder irgendwie was. Das ist ja nicht so, ne? Move Objects on. So. Gina, alles wird gut. Du kannst aufstehen. Es ist kein Problem. Okay, Gina schafft es nicht, von alleine aufzustehen. Das ist nicht gut. Dann bringen wir den Stuhl mal wieder zurück. Und wir müssen hier mal anders weiterarbeiten. So, Gina Neumann war mit Doppelende. Ja, so. Resetzen. Gina Neumann. Okay, klappt hier so nicht. Ist es hier Özim? Ich weiß es gar nicht. Was hintereinander geschrieben hier? Och Mann, ey, die ganzen Sims-Teile bringen mich voll durcheinander. Okay, ich weiß nicht mehr, wie man hier ein Sim resettet. Ich bin überfragt in die Sims 2. Es gab so viele Schreibweisen. Reset. Wo? Reset. Sim. Gina. Neumann. Nein, Reset. Sim. Gina. Neumann. Okay, ich habe keine Ahnung. Ich gib's auf. Aber wir kriegen sie da nicht mehr weg. Oh, wie kriegen wir sie denn da jetzt wieder weg? Das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich glaube, ich muss mal kurz, ne? Ich google mal kurz. So, ich hab den Fehler gefunden. Ich habe gerade, hier, das war ein bisschen umständlicher in die Sims 2, also Sims 3 und Sims 4, mit Bool Prop Testing Sheets Enable True. Wenn ihr das eingibt, könnt ihr wie bei den anderen Teilen auch mit der Shift-Taste einfach hier drauf drücken und diverse Einstellungen vornehmen. Wenn man hier mehrfach auf mehr drückt, kommt man zu Force Error. Und wenn man da drauf drückt, hat man halt hier die Möglichkeit, den Sim zu resetten. So, das ist der Weg, wie ich das gerade hingekriegt habe. Ich werde das Ganze jetzt mal rückgängig machen. Ich denke mal, das geht mit False. So, haben wir das wieder deaktiviert. Und können hier weitermachen, ne? Richtig gut, wir gehen zum Unterricht. Das war ja jetzt hier schon langsam knapp, du. So, wie läuft's denn hier gerade mit allen? Hier ist alles soweit gut. Gina hat gerade nichts zu tun, dann legen wir mal das Buch hier weg. Müssen wir gerade zum Unterricht? Nee, alles gut, sehr gut. Wir kamen ja auch gerade vom Dach. Ha, dann packen wir das mal weg. So, dalle. Da wird auch schon weggeräumt. Freundschaftskitten, hallo Fremder. Ach Mensch, hier die ganzen Liebschaften. Alles ist hier aufgeschmissen. So, Gerd, wie läuft's hier mit den weiteren Chancen? Wir sind ja hier immer noch an Cassie dran, aber die scheint jetzt auch zum Unterricht gehen zu müssen. Was machen wir denn jetzt in der Zeit? Wir können ja mal wieder irgendwas lernen hier. Nicht ausrasten, komm, wir lernen mal ein bisschen was. So, wir haben was weggeräumt. Wir schnappen uns am besten mal einen Teller hier. Hier wird noch gelernt. Hier stehen wir jetzt gerade nur rum und wir würden gerne noch einen Fähigkeitenpunkt erhalten. Wir können es ja mal mit Logik probieren. Jetzt rennen wir mal aufs Dach. So. Guido, was macht Guido gerade? Irgendwie nichts gefühlt? Was macht Guido? man weiß es nicht so richtig. Wir können ja mal einen Roman schreiben oder so.
Roman schreiben. Komm, wir schreiben Roman. Alles wird gut. Vielleicht wird es ja gut. So, und wir lernen hier immer noch fleißig weiter. Und wir wünschen uns auch immer noch auf die Liste zu kommen. Wir müssen dringend jemanden küssen. Okay, die Puzzleteile fliegen vom Haus auseinander, als es regnet. Die Vögel flogen davon und es kam Schnee. Dramatisches Buch. So. Sehr dramatisches Buch. So, Dalle, wir haben hier unseren Punkt erreicht. Sehr schön. Wollten wir hoffentlich auch. So, jetzt wollen wir hier noch den Mechanikpunkt erreichen. Und mit Gerd tanzen. Wir wollen unseren allerersten Kuss erleben. Hatten wir den nicht mit Gerd hier irgendwie? Haben wir uns noch nicht geküsst? Krass. Gerd, wir müssen den krassen Kuss nachholen. Und das machen wir jetzt hier mal auf dem Dach. Gerd, wir treffen uns auf dem Dach. Es wird romantisch und höchst dramatisch, sage ich euch. So, Gerd ist schon da. Nur Renata fehlt noch. Renata, komm. Wir warten auf dich. Wir wollen hier mal eine Runde flirten und so. Der Gerd wartet schon. Wir können es kaum erwarten. Wir haben sogar schon einen Punkt gekriegt. Oh, im Nachthemd hier, Alter. Was für ein Treff auf dem Dach, sage ich euch. So, passt auf. Und dann können wir jetzt hier auch mal unseren allerersten Kuss erleben. Oh mein Gott. Wie tollig. Wir haben unseren ersten Kuss erlebt. Und uns den Wunsch erfüllt. Wuhu. Und wir wollen fit werden und was wir nicht alles wollen. Aber ich habe jetzt nicht mitbekommen, was hier mit Emsebremse war. Was war da los? Ah, wir haben das Verhalten im Brandfall gelernt. So, aber wir müssen danach auch schon wieder zum Unterricht. Deswegen stelle ich hier schon mal alles ein. So, danach muss Mäuschen auch zum Unterricht. Da gehen wir mal duschen, machen das sauber und gehen dann. So, und Renata muss auch. Aber Renata war ja hier gerade jetzt voll dabei. So, einmal eine Runde romantisch küssen. Wir freuen uns. So, und wir wollen unbedingt fit werden. Voll gut. Dann trainieren wir einfach mal eine Runde. Gerd denkt sich, läuft bei mir. Ja gut, aber ich hätte irgendwie schon gerne, dass wir hier noch die zweite Liebschaft rankriegen, ne? Das wäre jetzt hier noch so ein bisschen der Traum. Müssen wir irgendwie hinkriegen. So, sind alle irgendwie beschäftigt. Hier ist auf jeden Fall schon mal der erste Körperpunkt. Das ist super. Fit werden dauert aber, glaube ich, hier noch ein bisschen. Ich glaube, bevor wir hier fit werden, könnte ein bisschen schwierig werden. Wir müssen erstmal zum Unterricht gehen. Hier passt alles. Sehr gut. Hier passt auch alles. Hier passt nicht alles. Da müssen wir wieder was einstellen. Hier ist voll. Dann gehen wir mal nach hier unten. So, säubern, duschen, passt. Gina ist auch wieder da. Selbes Prinzip. Wieder hier bei unserer Lieblingspflanze. So, duschen. Perfekt. Hier gucken wir noch weiter durchs Fernrohr. Teleskop im Himmel gucken. Hä, aber machen wir doch schon. Wurde es erst gezählt, wenn wir abbrechen? Okay, versuchen wir einfach nochmal. Keine Ahnung, woran das jetzt lag. So, wir sind unterwegs zum Unterricht. Perfekt, wir sind unterwegs. Nein, sind wir nicht. Nicht perfekt. So, wir versuchen es nochmal. Und da sind wir auch im Unterricht. Sehr schön. Gut, hier haben wir gerade das Bett gemacht. Können wir hier mal auch noch übernehmen. Ne? Ist immerhin unsere Freundin. Das kann man mal machen. So, und hier ist die Cathy unterwegs. Yay! Da werden wir gleich mal einen Witz erzählen, sage ich euch. So, sie packt sich da... Moment, warte, wir werden sie einfach mal... Oh, in ihrem Zimmer, das geht ja auch nicht. Wir gehen mal in unser Zimmer. Im Zimmer von Renata, weißt du Bescheid. Oh, das wäre ja auch heftig. Fang hier an, so anzubandeln im Zimmer unserer Freundin, ey. Das ist ja auch ein bisschen hart, so, ne? Gut, wir werden mal hier herbeirufen. Denn dann machen wir das wenigstens in unserem Zimmer, wisst ihr? Dann ist das nicht ganz so schlimm. Oh, du hast einen unbekannten Stern entdeckt. Der Astronomieclub von SimCity belohnt dich mit 500 Simoleons. Coole Sache. Wir können hier mal eine Runde kitzeln. So, sind wir dabei. Garrett hat sich jetzt hier fertig gemacht. Ist alles sauber. Hier noch richtig sauber machen, bitte. Das wäre ganz toll. Und dann schnappen wir uns hier mal... Mausfall, komm mal wieder her. Mal was zu essen. So, läuft. Machen wir. Da passt das. Gina ist jetzt hier soweit auch fertig. Gina kann sich auch mal was zu essen schnappen. Hier wird weiter in die Sterne geguckt und wir schreiben unseren Roman. So, dann gehen wir... Ah, Cassie, komm zurück! Mann, bin ich einmal 2 Sekunden weg? Das gibt's ja gar nicht. Wieder ins Kämmerlein. So, Logikpunkt am Start.
So, jetzt können wir da vielleicht auch schon mal freundschaftlich umarmen. Oh, warum geht das nicht? Die mag uns einfach nicht. Kann das sein? Cassie mag uns einfach nicht. Die ist so von den coolen Girls. Die sagt immer vorne rum, ja, alles ist so voll okay mit uns und wir haben uns echt gern und der Gerd ist ein toller Typ. Aber wenn es drauf ankommt, so, umarm mich nicht, weißt du. Das ist ja echt traurig hier. So, wir versuchen zwar weiter mit Flirten. Vielleicht wird es ja irgendwann was, man weiß es nicht. Sie ist verliebt. Aber umarmen ist doof, weißt du. Unglaublich. Hier, klassisch, komm. Sie will nicht mal mit uns. So eine ist die. Ich sag euch das. So eine ist sie. Das gibt's ja gar nicht. Gestikulieren. Fester Händedruck. Komm, wir reißen sie jetzt weg. Ist ja unglaublich, ey. Wir können ja mal eine Runde prahlen. Magst du es, wenn wir prahlen? Okay, prahlen findet sie ganz toll. Können auch mal Händeklatschen spielen. Vielleicht macht das mehr Spaß, ich weiß ja auch nicht. So, hier zweideutige Anspielung, wir sind am Start. So, mittlerweile sind schon wieder alle hier zurück. Unglaublich. So, komm, wir machen es mal hier ganz gefährlich. Wir sind ganz nah am Geschehen. Guido schreibt da noch weiter. Wir gucken. Gina ist da oben ready. Durften wir überhaupt aufessen? Komm, wir nehmen uns noch einen Teller. Da hat ja kaum was sich bewegt, so. Garrett, da sieht es ähnlich aus irgendwie. Aber danach können wir hier auf jeden Fall eine Runde Fernsehen gehen. So, wir haben da gerade eine zweideutige Anspielung gemacht. Dann gehen wir hier mal auf Toilette. Können wir sonst noch irgendwas machen? Könnten noch ein bisschen kochen lernen oder so. Versuchen wir einfach mal. Sodale. Und hier oben mit unserer Franzi. Ne? Franzi kann sich hier oben mal was zu essen schnappen. So, wir gehen mal wieder zu unserer zweideutigen Anspielung zurück. Wir sind auch verliebt. Jetzt muss es Liebe sein, sage ich euch. Vielleicht schaffen wir es jetzt mal zu umarmen. Oh, eine Umarmung ist drin. Liegt bestimmt daran, dass wir verliebt sind. So, nochmal eine Runde kitzeln. Vielleicht klappt ja Breakdance nochmal. Mal gucken. Flirten und danach versuchen wir es nochmal mit einer... Wow, wir versuchen es anscheinend mit gar nichts mehr. Zwei Lieben gleichzeitig ist anstrengend. So, hier wird fleißig vor sich hingestunken. Sehr schön. Bart ist hier überall blockiert. Wir versuchen es dann einfach mal so und gehen dann schlafen. Ha, hier hat es irgendwie nicht so ganz geklappt. So, einmal auf Toilette gehen. Renata, du schaffst das. So, hier läuft noch alles. So, hier oben wollte ich unbedingt sagen, nicht mehr essen. Aber die beiden sind hier anscheinend noch nicht so weit. Gina aber. Oh Gott, Gina hat aufgegessen. Nicht gut. Gina, geh mal da mitmachen. Bei Garrett können wir es noch aufhalten. Sehr gut. Ja, aber wie das Ganze hier am Ende ausgeht, sehen wir einfach in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen. Dann bis zum nächsten Mal und ciao.